Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe interessieren. Dieses Mal haben wir ein warmes Thema. Und zwar der Jahreszeit entsprechend, beziehungsweise weil es ja auch jetzt gerade mal Mode ist, beziehungsweise weil es notwendig wird, würde ich mal sagen, wir wenden uns mal dem Thema Wollfutter zu. Ganz einfach, weil es auch da große Unterschiede gibt. Wir sind ja schon in dem letzten Video auf das Thema Plüschfutter eingegangen, was da sozusagen die etwas preiswertere Version wäre. Und jetzt kommen wir sozusagen auf der Liebling aller zu sprechen, nämlich dieses schöne Wollfutter. Wollfutter ist natürlich immer ganz besonders wichtig für die Wärmehaltung im Schuh. Man muss ja auch immer wieder mit sagen, mit sinkenden Temperaturen hat der eine oder andere, das eine oder andere Kind mal mehr, mal weniger mit kalten Füßen zu kämpfen. So, und dafür bietet sich natürlich Wollfutter in jeglicher Konstellation an. Auch darüber mit dem Filzwollfutter gehen wir in einem späteren Video nochmal drauf ein. Also auch da gibt es wieder Interessantes zu berichten. Aber erstmal bleiben wir sozusagen bei der flauschigen Variante. Wie man sieht, ich habe mal so gängige Modelle herausgesucht, die alle ein schönes Wollfutter haben. Und wie ihr seht, das kann auch mal der etwas höhere, noch nicht ganz stiefelige, wärmere Übergangsschuh oder leichte Winterschuh mit sein, weil er eben halt noch nicht ganz so hoch ist vom Schaft her. Oder wir wenden uns einmal den klassischen Modellen im Winterschuhbereich zu, wie wir es hier zum Beispiel sehen. Und natürlich auch bei den Barfußanbietern wird Wollfutter immer sehr gerne mit angeboten, ganz einfach, weil es halt seine qualitativen Eigenschaften hat. Dazu gehört zum Beispiel, dass Wolle 30% an Feuchtigkeit aufnehmen kann, ohne sich unbedingt nass anzufühlen. Das andere ist, Wolle ist antibakteriell. Also hier entstehen auch zum Beispiel schlechte Gerüche weniger als bei Schuhen, die mit einer chemischen Faser abgefüttert sind. Und wir haben natürlich auch wieder diesen Feuchtigkeitsaufnahmeeffekt. Wodurch entsteht der sozusagen? Denn wenn man mal in so das Innere eines Schuhs mal reinschaut, und dann nehme ich jetzt mal hier diesen wunderbaren Lederstiefel, dann sieht man auch schon, dass der praktisch von oben bis unten, und dann sage ich auch wirklich bis in die Zehenspitze hinein, mit einem schönen dicken Wollfutter ausgestattet ist. Es handelt sich ja meistens um eine Wollmischung, weil reine Wolle dann wahrscheinlich doch schneller zum Verfilzen neigt. So, und hier hat man eben halt wegen auch diesem Trocknungseffekt immer eine leichte synthetische Faser mit dabei. Auch wegen der Haltbarkeit wird demzufolge immer ein kleiner Anteil Synthetik mit dabei sein. Aber Wolle überwiegt bei den meisten hochwertigen Anbietern im Kinderschuhbereich mit 70% oder 80%. So, und damit habe ich natürlich, Sie sehen es hier, es ist eine Wolke von Weichheit, eine Flauschigkeit. Und gerade dieser hochgestellte Flor bewirkt ja auch immer, dass dadurch die Wärmehaltung besonders gut ist. Das heißt also, je flacher und je niedriger der Flor ist, desto weniger warme Luft kann sich sozusagen hier zwischen diesen einzelnen Fasern und Fäden halten. Und das ist dieser sogenannte Luftpuffer. Manche verstärken das dann auch noch, gehen ein bisschen auf die Temperaturen ein, zum Beispiel bei richtig kalten Temperaturen mit diesen Thermosachen. Manche ziehen Wollsocken mit rein oder solche Wandersocken, die auch nochmal eine verstärkte Ferse oder plüschige Ferse mit haben. Und damit kann man natürlich sozusagen das Wärmegefühl nochmal auch bei kälteren Temperaturen steigern. Wie ihr hier auch seht, haben natürlich auch, ich sag mal immer, die wertigen Modelle auch eine schöne Wollausstattung innen. Es sei denn so wie hier, dass man sieht, ich habe hier eine schöne wärmende Innensohle im Schuh selber und die ist auch nochmal mit einem schönen dichten Wollflor behaftet. Oder wie es hier bei dem Barfußanbieter ist, zum Beispiel Wollfilz. Wollfilz, auch ein natürliches, super gutes, wärmendes und atmungsaktives Material, was natürlich auf der Sohle des Fußes auch viel Sinn macht.
Ganz einfach, wer sich schon mal damit befasst hat, und ich erwähne es ja immer wieder gerne, wenn wir schwitzen, schwitzen wir auf der Fußsohle, weil dort haben wir mengenmäßig gegenüber dem Fußrücken 2/3 mehr an Schweißdrüsen. Jemand hat das auch schon mal ausgerechnet. Das heißt, wir haben im Schnitt 320 bis 360 Schweißdrüsen auf unseren Fußsohlen. Und wie ich schon immer zu sagen pflege, auch bei den Kleinen ist es die gleiche Anzahl. Das heißt also auch hier, die Füße schwitzen schon mal stärker, ganz einfach, weil sie kleiner sind und dieselbe Anzahl Schweißdrüsen haben wie wir Großen. So, um dem also unbeschwert entgegenzugehen und die kalte Jahreszeit zu genießen, kann ich natürlich immer empfehlen, nach dem Tragen den Schuh schön weit öffnen, damit also Feuchtigkeit hinaus kann. Ich weiß, die Jugend liebt es, dass die Schuhe meistens dann gar nicht erstmal großartig aufgemacht werden, sondern dass sie so einzeln und verlassen im Korridor oder im Hausflur stehen, ist nicht ganz so gut, weil damit natürlich gerade die Feuchtigkeit aus dem Zehenbereich nicht ganz so gut entweichen kann. Also bitte, wer weiß, dass das Kind schwitzige Füße hat, Stiefel schön weit öffnen, die Innensohle nach Möglichkeit rausziehen und einfach bloß draufstecken, dass auch hier wieder die Feuchtigkeit schön entfleuchen kann und dass man dann am nächsten Morgen auch wirklich einen trockenen Schuh hat und nicht, wo sich dann noch irgendwelche Restfeuchtigkeit verbirgt. So, und damit wünschen wir allen Interessenten, allen Zuschauern, allen Abonnenten natürlich einen wunderbaren Winter und immer schöne trockene und warme Füße. Bis zum nächsten Mal.